Das will wieder keiner hören, aber können wir mal über Identität reden? Polarisierendes Thema, ich weiß, egal, deshalb mache ich's. Identität, das weiß ja jeder, ist das, was auf dem BRD GmbH Personalausweis steht. Deshalb fragt die Polizei ja auch danach, wenn man angehalten wurde, weil man mal wieder besoffen Auto gefahren ist. Soweit so banal. Identität ist aber nicht nur Größe, Augenfarbe und Fingerabdruck, sie ist zum Beispiel auch Uniform und Fahrverhalten. Aber vor allem ist sie eins: Opfer von freiwilligem Schubladendenken. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Männer gegen Frauen, Boomer gegen Millennials, Fliegenzuchtverein gegen Fröschezuchtverein, AfD gegen alle. Es liegt in der Natur jeder Gesellschaft, dass ihre Mitglieder das Möglichkeitenchaos vereinfachen, ordnen und sich zugehörig fühlen möchten. Dann ist man nicht mehr allein, sondern eben gemeinsam einsam. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Also zumindest meistens. Allerdings kann man es mit der Identität wie mit dem Schnaps beim Frühstück auch übertreiben. Je mehr ich mich mit einer Gruppe, Idee, Eigenschaft oder Sache identifiziere, desto mehr schließe ich andere Gruppen, Ideen, Eigenschaften oder Sachen eben aus. Identität ist nach innen hin sinnstiftend, nach außen hin abgrenzend. Sie liefert Stabilität und Sicherheit, hat aber auch ihren Preis. Denn was Sicherheit stiftet, muss auch verteidigt werden. Das führt dazu, dass viele Menschen beim geringsten Furzkritik anfangen, für ihre Identität zu kämpfen. Freiwillig. Ohne Einberufungsbescheid. Das schlägt den Gegner ironischerweise nicht in die Flucht, sondern lässt ihn erstarken. Der Angriff füttert seine Identität wie die Wendlers die Boulevardpresse. Die Fronten verhärten sich und ehe man sich versieht, liegt man auf verschiedenen Seiten im selben Graben. Hoppala. Keiner will mehr mit dem anderen reden. Wie sinnvoll das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, kann man an einer Hand abzählen. Null. Und obwohl mehr Identität noch nie ein Problem gelöst hat, tendieren wir insbesondere in Krisenzeiten dazu, unser Sicherheitsbedürfnis durch noch kleinteiligere und radikalere Definitionen zu stillen. Ich bin links, du bist rechts. Ich bin fürs Gendern, du dagegen. Für Wissenschaft, gegen Esoterik, gegen Atomkraft, für den Rotmilan. Du bist ein Mann, ich bin nonbinär. Du sapiosexuell, ich vegetarisch, du züchtest Würmer, ich mag Volksmusik. Ja, da weiß man, woran man ist und was man nicht will. Und am Ende macht man dann sowas. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass wir das irgendwann als Problem identifizieren und uns wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückbesinnen, der da wäre: Wir sind alle sterbliche Menschen auf einem Planeten in einem unergründlichen Universum. Der Rest identifiziert sich als konstruiert. So viel ist sicher. Hallo, ja. Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit extra hin, von YouTube zur Mediathek. Klar kenne ich den Weg. Einfach hier klicken. Nee, sorry, hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.